Promi-Geflüster aus dem Homeoffice. Ihr kennt schon, wenn wir hier vor der Palme da sitzen und das Regal im Hintergrund haben, dann sind wir natürlich zu Hause. Und wir haben heute mal ein bisschen Zeit für den Newcomer, für die neuen Sänger sozusagen. Neuer Schlager, frischer Schlager ist heute angesagt. Und dazu schalten wir jetzt mit Skype nach Belgien. Da wartet nämlich schon in der Leitung Thomas Julian. Und ich sage erstmal Hallo und herzlich willkommen. Hallo, danke schön. Vielen Dank für die liebe Einladung. Sehr gerne doch. Denn über Instagram haben wir ja jetzt die letzten Tage haben wir uns erstmal kurz geschlossen. Ja, das stimmt. Sind auch da schon ein bisschen verbunden. Da bist du mir auch in der Vergangenheit schon aufgefallen. Da gibt es nämlich ein Instrument, wo du eigentlich auf der Bühne wirklich für Furore sorgst und kommt richtig gut an, nämlich das Akkordeon. Ja, das stimmt. Ja, ich spiele schon Jahre Akkordeon in Belgien. So, ja. Mhm. Und gerade wollte ich sehr gerne in Deutschland anfangen. So, ja. Richtig, genau. Und das ist nämlich der Grund, da hat er nämlich auf Instagram jetzt kürzlich was gepostet, nämlich seine erste Single. Und die heißt wie? Ja, wir leben unseren Traum. Und für mich als kleines Kind war das für mich schon mein größter Traum, Musik zu machen und auch in Deutschland singen zu dürfen. So, und ich, man muss versuchen, seinen Traum zu leben. So, ja, ich will sehr gerne anfangen, in Deutschland zu singen. So habe ich mein erstes Lied veröffentlicht in Deutschland. Sehr gut. Gerade auch im Vorgespräch bzw. im Vorfeld, wo wir uns geschrieben haben, fand ich sehr amüsant und hat auch gut, kommt gut an, glaube ich. Dein Deutsch kommt ja wirklich schon gut an, obwohl du es ja erst seit einem halben Jahr etwa lernst. Ja. Und meine Videos haben dir da auch ein bisschen bei geholfen, oder? Habe ich das richtig vernommen? Das stimmt. Finde ich sehr sympathisch, danke. Ja, also ich wollte in Deutschland anfangen, aber ich hatte ein großes Problem. Ja, ich muss noch Deutsch lernen. So habe ich, ich wollte sehr gerne so schnell wie möglich Deutsch lernen. So habe ich in eine sehr spezielle Sprachschule gegangen und habe ich mit meinem Personal Coach sehr viele Interviews aus Deutschland übersetzt und auch sehr viele Interviews von dir. So, du hast mich auch wirklich sehr viel geholfen mit meinem Deutsch. Das freut mich. Dankeschön, Dankeschön. Ja. Aber du hast natürlich auch einen Kollegen in Belgien, den natürlich auch unsere Zuschauer alle kennen, nämlich Christoph. Er ist ja auch ein Teil von Club 3, Florian Silbereisen und Jan Smit. Und da ist er ja der Dritte im Bunde. Und mit ihm hast du auch schon sehr viel gemeinsam auf der Bühne gemacht, gell? Das stimmt. Ich bin in Belgien angefangen, als ich 14 Jahre alt war, Akkordeon zu spielen. Und ich habe seit diesem Moment 10 Jahre lang auf Familienverein gespielt. Aber die letzten 3-4 Jahre habe ich auf sehr, sehr große Bühne gestanden in Belgien und sehr, sehr viel mit Christoph zusammen. Mhm. Und, wir haben sehr viel Spaß gemacht und es war sehr, sehr, sehr toll. Prima. Was ist in Belgien bislang so alles für dich jetzt passiert bislang? Da hast du ja bestimmt auch schon CDs jetzt mittlerweile veröffentlicht. Nein, eigentlich in Belgien habe ich schon sehr, sehr viel auf größere Bühne gestanden, aber ich habe noch kein CD oder ich habe ein Lied rausgebracht in Flandern, aber ich habe sehr, sehr viel, man muss auch ein bisschen weitermachen und ich wollte erst viel Leute erreichen mit meiner Musik, also erst viel Auftritte machen. Ja. Und das habe ich schon auf Facebook viele Leute, die mich folgen und kann ich jetzt weitergehen auf meinen Weg. Mhm. Das ist richtig, genau. Und wie gesagt, die erste Single ist draußen. Sie wurde eigentlich mit, glaube ich, schon auch ganz gut namhaften Leuten produziert. Da gehört zum Beispiel auch Daniel Gogola dazu. Ja. Den man auch kennt, besser jetzt aktuell besser kennt als Daniel Sommer, ne? Ja, klar.
So ja, ich habe Daniel letztes Jahr kennengelernt und ja, wir haben eigentlich gesagt, ah, Daniel hat auch gesagt, ah, wir machen ein Lied für dich in Deutschland und so ja, das war wirklich der Start für alles für mich und ja, wir haben meinen Song zusammen geschrieben und ja, ich hatte eine Idee von einer Geschichte, ich lebe meinen Traum, ich will meinen Traum leben. Und sie haben mich unterstützt bei meiner Idee, um das in Worte zu fassen, in deutsche Worte. Okay. Also, ist es dann ja. Schwierig, dann so deutsch-belgisch so zu übersetzen oder beziehungsweise flämisch, so wie du ja sagst? Ja, ne? Ja, eigentlich ist es, ja, es ist wirklich nicht einfach. Aber ich habe die letzte ja, halbe Jahr sehr, sehr, sehr viel Energie und Zeit in mein Deutsch reingeschickt. Es war wirklich, habe ich so viel Arbeit gearbeitet dafür. Und jetzt bin ich sehr, sehr zufrieden, dass ich es auch brauchen kann. Ja, was wird die Zukunft bringen? Wo führt dich der Weg weiterhin? Was ist geplant? Sind schon weitere Titel in Planung? Arbeitet man da dran? Ja, wir werden bald ein nächstes Song schreiben, auch mit Daniel wieder zusammen. Und ja, wir werden sehen. Ich lasse mich überraschen auf alles, was kommt. Genau. Und aktuell sind natürlich da ja auch die neuen Medien ganz, ganz hilfreich. Ich denke mal, gleich jetzt in die Vollen gehen und ein Album produzieren muss vielleicht gar nicht immer sein. Man kann ja erstmal abchecken auf Instagram, auf YouTube, auf Facebook. Wie kommt's an bei den Fans? Die neuen Medien nutzt du natürlich auch ausgiebig, denke ich mal, ne? Ja, natürlich. Ich habe ja Freitag, war meine Veröffentlichung und ich habe wirklich sehr, sehr viele Nachrichten bekommen, ja. Sehr viele gute Kommentare und es war so ein spezielles Moment, so ein spezielles Tag. Ja, ich war ganz, ganz, ganz aufgeregt auch dafür. Ja, ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden. Da drücken wir die Daumen, dass das auch weiterhin so läuft. Also wie gesagt, Newcomer sind bei uns immer herzlich willkommen und werden auch immer wieder einen Platz bei uns finden. Und da zählen wir natürlich auch aufs Publikum, dass die entsprechend auch tatkräftig unterstützen. Und ja. Da bin ich eigentlich schon sehr zuversichtlich. Sobald du da jetzt nachher noch was zu Gehör gibst, dann denke ich mal, funktioniert es auf alle Fälle. Auch die Corona-Zeit in Belgien geht ja auch nicht so spurlos vorüber, sage ich mal. Wie hast du jetzt die Zeit erlebt, beziehungsweise wie sind die Situation momentan in Belgien? Ja, die Situation momentan ist sehr, sehr schwer. Die zweite Welle ist angefangen. Und ja, wir müssen wirklich so viel wie möglich wieder zu Hause bleiben. So, ja, wir mögen auch mit 5 Leute Kontakt haben. So, ja, wir müssen jetzt bleiben, so ja. Ist es bei euch tatsächlich schon wieder so ernst, dass ihr wirklich wieder die Beschränkungen langsam wieder schlimmer werden? Zahlen wieder sehr, sehr, sehr hoch in Belgien. Ja. So, ja, wir sind eigentlich glücklich, dass die Regierung gestern gesagt hat, von bleib wieder zu Hause. Okay, okay. Das ist natürlich extrem, ja, das glaube ich, ja, ja. Also bei uns geht es auch schon wieder ein bisschen, steigt es auch wieder an, aber hoffentlich nicht mehr wieder mit so ganz harten Einschränkungen. Wir hoffen es nicht. Ne? Ja, lass uns hoffen. Ja, genau. Wo kann man dich jetzt eigentlich sonst so erleben? Wie wird die nächste Zeit aussehen, wenn es möglich ist, Auftritte zu machen? Ja, Ich werde so viel wie möglich Interviews machen in Deutschland, aber auch in Belgien. Mein deutsches Lied ist auch veröffentlicht in Belgien. So, ich habe auch viele Interviews in Belgien und so, wir machen auch den Promo damit in Belgien. Und ja, ich hoffe so viel wie möglich in Deutschland. Und ja, ich werde auch ein neues Lied machen. So, ja. Ich freue mich drauf. Ja, sehr gut, sehr gut. Es stehen auch Fernsehsendungen an. Ist da auch schon was in Planung? Ich sage jetzt mal vielleicht so immer wieder sonntags oder Fernsehgarten. Jetzt ist es noch ein bisschen zu früh, um darüber zu reden, aber ja, das kann sein. Ich hoffe es. Okay, Saison geht ja noch ein bisschen und dann wird es uns natürlich und natürlich auch unsere Zuschauer
mit Sicherheit freuen, wenn man dich da irgendwo nochmal auch im Fernsehen erleben kann. Also der Titel ist ja auf alle Fälle sehr, sehr toll und sehr offen und das passt optimal rein. Genau. Du hast Akkordeon griffbereit. Ja. Würdest du dir was ausmachen, für uns ein paar Takte noch zu spielen? Ja, gerne, gerne, sehr gerne. Prima. So, ich werde eine akustische Version spielen von meinem Lied. Ja, sehr gut. Okay. Was sind denn schon Sorgen? Ich freue nicht am Morgen. Komm, wir leben unseren Traum. Lass uns doch fliegen. Es gibt mir verbiegen, komm, wir leben unseren Traum. Damals, als ich 14 war, schrieb ich den Wunsch in einen Brief. Und ich war schon damals gern, für mich gibt es nur ein Sinn. Ich wusste schnell, dass es nicht einfach wird, doch ich dachte, dafür wir kämpfen. Und ich bin ich endlich angekommen. Das ist ein Geschenk. Es sind die schon Sorgen, und heute ist der Morgen. Komm mit uns in Traum, lass uns noch fliegen, uns nicht mehr bewegen. Komm, wir leben uns in Traum. Wow, oh, 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 wenn ich dann mal 80 bin, möchte ich sagen, es war toll. Ich zu leben ist der Sinn, aber es ist immer so gewollt. Ich verstehe, dass es nicht einfach wird. Ich habe dafür gekämpft und ich bin endlich angekommen. Für mich ist das ein Geschenk. Das sind welche Sorgen, ich freue mich am Morgen. Komm mit uns in Traum, lass uns nur fliegen, es gibt mich bewegen. Komm, wir leben uns in Traum. Wow, 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 wow. Wir trinken die Träume groß. Wow, 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 wow. Du und wir, wir leben uns in Traum. Wow, 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 wow. Jawohl, sehr gut. Applaus noch dazu, genau. Toll, toll. Ja, also, das ist eine tolle Nummer, wie ich finde, genau. Und da wünschen wir auf alle Fälle ganz viel Erfolg, dass es so vorankommt, wie es du dir wünschst. Und ja, jetzt haben wir Sommerzeit mittendrin, Ferien. Wie sieht dein Sommer noch aus? Was hast du noch geplant? Ja, so viel wie möglich Musik machen und ja, Songs schreiben, und aber kein Urlaub oder... Okay, geht nicht wirklich, genau. Jetzt muss man bloß noch schnell kurz fragen, in welcher Region in Belgien bist du zu Hause? Ja, wo muss man sich vorstellen? Ja, ich wohne in Flandern, eigentlich nicht so weit vom Meer. Okay. So 30 Minuten vom Meer. So, ich habe 3 Stunden Fahrt, um an die deutsche Grenze zu kommen. Okay, sehr gut. Und Brüssel, so als Hauptstadt, wie weit ist das entfernt? Das ist 1,5 Stunden. So, ja. Okay. Ja. Ja, dann haben wir das auch, dann wissen wir da auch Bescheid. Dann bist du ja eigentlich ständig im Urlaub, kann man sagen, wenn du am Meer wohnst, so fast, ne? Ja, ja. Okay. Sehr gut. Das Wald und die Berge, das mag ich sehr gerne. Sehr schön. Also, dann, wie gesagt, wir merken uns den Namen Thomas Julian, ganz wichtig. Und der Traum geht bestimmt in Erfüllung. Wir begleiten dich weiterhin, wenn sich was Neues tut. Für deine Unterstützung. Wenn sich was Neues tut, unbedingt melden, ne? Ja, danke schön, danke schön. Sehr gut. Dann wünsche ich dir alles Gute und sag mal bis bald. Vielleicht sehen wir uns irgendwann auch mal live. Ja, gerne, sehr gerne. Okay,
Bis dahin, liebe Zuschauer, alles Gute und dir, lieber Thomas, auch natürlich. Ich grüße aus Bergen. Gerne. Ciao. Ja, ciao.